So, in dieser Folge von Wie gesagt, ist bei mir zu Gast Matthias Deyder, einer der stabilsten Ratsabgeordneten, die wir in Deutschland haben. Und es geht um das Thema Kommunalpolitik. Ist gar nicht so langweilig, wie es klingt, also seid dabei. So, ja, wir haben diesmal wieder einen echten Dortmunder bei uns, Matthias Deyder. Herzlich willkommen. Hallo Sascha. Bei uns im Studio. Und ja, wir wollen heute über das Thema Kommunalpolitik sprechen. Denkt sich vielleicht der eine oder andere direkt, och nö, langweilig. Aber wir werden sehen, kann durchaus spannend und interessant und ereignisreich sein. Als ja, nationaler Ratsherr in einer westdeutschen Großstadt kommunalpolitisch tätig zu sein. Und ja, stell dich vielleicht einmal kurz vor, wer du bist und seit wann du in Dortmund Kommunalpolitik machst. Ja, ich bin Matthias Deyder, bin Jahrgang 1992, bin in der Kommunalpolitik bzw. im Stadtrat seit 2020 und ja, wohne schon seit Ewigkeiten in Dortmund und ja, verschiedene Parteistrukturen mit durcherlebt und auch die vorigen Zeiten des inzwischen verbotenen nationalen Widerstands. Mhm. Kommen wir auch gleich noch am Rande zu. Die Zuschauerfragen, die wir haben, machen wir normalerweise immer ganz am Ende. Aber wir haben diesmal ein paar Zuschauerfragen, wo es sich anbietet, die auch direkt am Anfang zu behandeln, nämlich: Wie bist du überhaupt zum Aktivismus gekommen? Was war dein politischer Werdegang? Und wie bist du dann im Endeffekt zur Heimat gekommen? Also erstmal, wie fing es bei dir an mit dem Aktivismus? Ja, angefangen mit dem Aktivismus hat es relativ früh bei mir. Damals war eine Demonstration in Hamburg-Umhövel. In Hamburg-Umhövel bin ich geboren. Und bei meiner Oma war ein Flugblatt im Briefkasten, dass eine Demonstration von Rechten sei. Und ach, damals hat man noch mit Flugblättern dafür geworben? Genau. Oder hat man für die Gegendemo geworben? Nee, die Polizei hat aufgeklärt, dass man nicht das Haus verlassen sollte oder dass es zu Störungen im Verkehrsbereich kommt etc. Ja. Ja, und dann dachte ich, da muss ich dabei sein. Das ist ja immer dann spannend, wenn was los ist. Mhm. Da war ich noch sehr jung, also ja, denke, dass ich da vielleicht gerade 12 oder so war. Also bin ich auch nicht aktiv mitgelaufen, sondern habe das vom Rande beobachtet. Ach so, noch nicht direkt dabei gewesen. Ja, war übrigens auch meine allererste Demonstration. 14. Juni 2003, Hamburg-Umhövel gegen Massenarbeitslosigkeit und Sozialabbau. Also genau. Sind wir praktisch beide zum gleichen Zeitpunkt politisch aktiv geworden. Ja, ja und ja, wie ging es dann weiter so, dein politischer Werdegang? Ja, ich war natürlich erstmal begeistert von der Demonstration. Ich wurde auch direkt von Leuten angesprochen. Ich stand am Rand und die ersten Kameraden sagten damals, reih dich ein. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Habe das eher verfolgt, das ganze Geschehen. Und habe mich aber schon sehr damit befasst. Ne? Auch mit meinem Opa sehr viel über Politik unterhalten. Und dann kam das irgendwie so. Das war dann irgendwann ein Selbstläufer. Und dann war die Demonstration, wo ich aktiv teilgenommen habe, auch in Hamm gegen Friedmann. Ich glaube, das Motto war, Friedmann verpiss dich, keiner vermisst dich. Irgendwie so, ja. Also Michael Friedmann war zu Gast in Hamm und da hat es auch eine kleinere Demonstration gegen gegeben. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Müsste 2004, 2005 um den Dreh gewesen sein. Genau. Und von da an ging es dann weiter. Man ist früher zum Fußball gefahren, da waren die Leute noch politisch. Dann ist man nicht mehr zum Fußball gefahren, weil das Politikding dann doch spannender war. Und ja, dann landete ich irgendwann bei den autonomen Nationalisten Aalen, die unweit von Hamm ihr Treiben. Ja, also genau, das war ja dann so die Zeit, wo das langsam mit den autonomen Nationalisten anfing, die sich dann so optisch eher dem politischen linken Spektrum angepasst haben und auch dieses nationaler Black Bloc mäßig und so und das, was die Linken schon seit Jahrzehnten machen, so praktisch in die nationale Bewegung übertragen wollten. Das war ja eine gewisse Phase über ein paar Jahre. Genau, und das habe ich dann da auch aktiv mit unterstützt, bin zu sämtlichen Demonstrationen gefahren, bis ich dann letztendlich Ende 2008 nach Dortmund gezogen bin und mich dann
den Strukturen hier angeschlossen hatte. Man hatte eh die Überschneidung immer, weil man zusammen auf Demonstrationen gefahren ist. Die Freunde, den gleichen Kameradenkreis. Und ja, von da an wurde in Dortmund weiter Politik gemacht. Warst du dann mittendrin? Genau. Ja, du hattest ja gerade schon angesprochen, 2012 wurde dann der nationale Widerstand Dortmund verboten und ja, maßgebliche Aktivisten aus dem NWDO sind dann in die Partei Die Rechte übergetreten und ja, waren dann auf einmal Partei und war auf einmal was ganz Neues, was ganz Spannendes. Viele haben auch, waren richtig motiviert, ne? Es war mal etwas, was man so organisatorisch vorher noch nie hatte, da sonst eigentlich alle immer in parteifreien Strukturen organisiert waren. Und Kommunalwahlkampf dann 2014, kommen wir auch gleich zu, aber um das eben einmal abzurunden, du hast dann dein Mandat auch zuerst für Die Rechte wahrgenommen. Und dann war ja noch die Zuschauerfrage, wie du dann praktisch zur Heimat Dortmund gewechselt bist. Genau. Ich war eh immer eigentlich ein großer Fan davon, dass alle zusammenarbeiten, soweit es halt geht und möglich ist, weil ich das immer sinnlos fand, dass man sich halt zersprengt, wo man eigentlich ja im Großen und Ganzen dasselbe möchte. Da habe ich das sehr begrüßt, dass hinterher aus Die Rechte dann, oder dass viele in die Heimat rein sind, beziehungsweise damals NPD, und dann kam ja die Umbenennung erst. Genau. Und dass man zusammenarbeitet, das war ein Punkt, den ich Jahre nicht verstanden hatte, gerade in jungen Jahren, ne, warum man da ja immer sein eigenes Süppchen kocht irgendwo. Und letztendlich demonstriert man ja doch zusammen. Oder es gab ja oft die Überschneidung. Und fand ich insgesamt eine gute Idee. Da habe ich gesagt, kann man mit leben. Und dann bin ich auch in die Heimat rein. Und dann nehme ich seitdem das Mandat für die Heimat wahr. Mhm, ja. Und seitdem ist es ja jetzt auch eigentlich zum ersten Mal in dieser jahrzehntelangen Geschichte der nationalen Strukturen in Dortmund, dass wir ein organisatorisches Dach haben, ne? Dass alle zusammen in der Heimat sind oder NPD noch zum Zeitpunkt der Gründung, dass es zum ersten Mal nicht verschiedene Organisationen oder verschiedene Parteien innerhalb Dortmunds gegeben hat. Genau, richtig. Mhm. Ja, Thema ist ja dann, wie gesagt, die Kommunalpolitik. Und wir wollen mal so ein bisschen in die Historie eintauchen, wie das damals für uns in Dortmund angefangen hat. Kommunalpolitik in Dortmund gab es natürlich schon jahrzehntelang über die NPD. Aber wir fingen dann ja an 2012, ja praktisch relativ kurz nach dem Verbot des NWDO, dass wir uns dann in Die Rechte organisiert hatten. Und es gab dann auch schon relativ schnell den Beschluss, dass wir zur Kommunalwahl 2014 antreten. Und wie ich gerade schon sagte, für viele war das echt spannend, war was Neues. Wir haben auch einen sehr intensiven, provokanten Wahlkampf gemacht. Wollen wir jetzt nicht so groß drauf eingehen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Aber wer das vielleicht auch noch mal in aller Ausführlichkeit nachlesen will, auch darüber gibt es ein eigenes Kapitel in dem Buch Kampf um Dortmund von Michael Brück. Sehr zu empfehlen, wenn euch dieses Buch interessiert, schaut unten in der Beschreibung. Da gibt es einen Link dazu, wo ihr dieses Buch bestellen könnt. Wir wollen aber einsetzen am Wahlabend selber. Oder vielleicht noch mal kurz vorgegriffen, unser Spitzenkandidat damals war ja Sigi Borchert. Es war damals gar nicht so einfach, ihn dazu zu bringen, als Spitzenkandidat anzutreten, weil er eigentlich überhaupt keine Lust darauf hatte. Er sagte, er würde gerne Bezirksvertreter in der Innenstadt Nord werden. Ist er dann ja auch geworden. Das hat er auch sehr gerne gemacht. Das hat er auch dann über 6 Jahre das Mandat wahrgenommen, wo er für seine Nordstadt sozusagen dann in der Bezirksvertretung saß. Aber das im Rat, das wollte er nicht so wirklich. Für uns war es aber sehr wichtig, dass er als Spitzenkandidat antritt, weil er natürlich unser bekanntestes Aushängeschild in Dortmund war. Und ja, nach so ein bisschen hin und her diskutieren, konnten wir Sigi dann ja davon überzeugen, auch als Spitzenkandidat anzutreten, mit der Maßgabe, dass er aber relativ schnell das Mandat dann abgeben wird an den Zweitplatzierten auf der Liste. So, der Wahlabend war da. Die Rechte erhielt etwas über 1% der Stimmen, trotz ja Konkurrenzkandidatur mit der NPD damals noch. Wir haben sogar mehr Stimmen damals als die NPD bekommen.
Und wir waren dann also mit Sigi erstmal im Stadtrat drin und die NPD auch mit einem Abgeordneten im Stadtrat drin. Und unseren Einzug wollten wir dann natürlich feiern. Und ja, wo kann man den Einzug besser feiern als direkt im Rathaus, wo eine öffentliche Wahlparty stattfand, wo jeder hingehen kann. Und wir uns überlegt haben, ja, da machen wir auch mit. Und du warst auch am besagten Wahlabend dabei. Und ja, was hast du da noch für Erinnerungen dran, was du da an diesem sehr turbulenten Abend erlebt hast? Also insgesamt war es eher relativ spontan, dass wir da hingefahren sind. Wir haben gesagt, okay, wir schauen erstmal. Es deutete sich eigentlich ein langer Abend an, weil erst die anderen Auszählungen waren und von der Kommunalwahl das erst folgte. Es war, weil es ja auch relativ knapp war, weil man am Anfang noch nicht wusste, sind wir wirklich im Stadtrat drin oder nicht. Deshalb wurde erstmal ein bisschen abgewartet, bis genug Stimmen dann ausgezählt. Das hat sich aber relativ schnell abgezeichnet, dass wir doch einziehen und sogar deutlich einziehen. Und das muss so 8:30 ungefähr gewesen sein, dass man sagte, das passt, das reicht. Wir fahren zur Wahlparty und feiern den Wahleinzug. Es war in der Thusnelder Straße 3, wo man sich vorher zusammengesetzt hatte. Und man ging durch den Flur und hatte noch T-Shirts entdeckt, weg mit dem NWDO-Verbot, die noch in der Kiste zufällig waren. Also es war jetzt nicht groß geplant. Ja. Die also hat man sich dann noch übergezogen, hat geguckt. Ja. Oh, welche. Also daher kamen die Bilder, dass alle das gleiche T-Shirt anhatten. Genau. Das war also eher eine spontane Aktion, weil die T-Shirts gerade noch im Flur rumlagen. Ja, es war so aus der Freude raus. Was kann man anziehen? Ja, zieht man ein T-Shirt an und ja, dann sind wir los mit der U-Bahn Richtung Stadt, wollten dann zum Rathaus und da kamen uns dann schon die ersten Kameraden entgegen. Ne, man hatte sich da verabredet, spontan zum Rathaus zu kommen. Mhm. Ne, es kam ja nicht jeder aus Dorsfeld, sondern auch aus anderen Stadtteilen. Ja, und die kamen uns quasi schon entgegen, weil sie da angegriffen worden sind von wütenden Demokraten. Mhm. Und ja, dann nahm der Abend seinen Lauf. Ja. Ja, man, also es ist ein bisschen schwierig, das sich so überhaupt vorzustellen, wenn man nicht dabei war oder wenn man die Bilder nicht kennt. Also man möchte an dieser Wahlparty teilnehmen, öffentlich, als Partei, die auch selber gerade in den Stadtrat gewählt wurde, kommt dahin und man sieht, dass sich vor der Tür ein Mob aufgebaut hat von größtenteils betrunkenen oder angetrunkenen Mitgliedern und Unterstützern der Altparteien, die uns als neu gewählte politische Kraft den Weg versperren zu dieser Wahlparty. Also auch aus juristischer Hinsicht eine glasklare Nötigung. Und dann ist es ja zur Ausschreitung gekommen, ja, kann man so sagen. Ja, also es gab dann Flaschenwürfe, Pfefferspray-Einsatz, also auch von beiden Seiten, ja, ne, sowohl von denjenigen, die sich sozusagen den Eintritt erkämpfen wollten in das Rathaus, wo sie ja auch ein Recht drauf hatten, einen Anspruch drauf hatten. Die anderen hatten sich ja selber ins Unrecht gesetzt, indem sie praktisch eigenmächtig sich dazu aufgeschwungen haben, zu bestimmen, wer das Rathaus betreten darf und wer nicht. Und ja, es kam dann zu wechselseitigen Schubsereien, einige Schläge hier und da und ja, ein Riesenskandal. Ja, also natürlich in ganz Deutschland berichteten die Medien einseitig vom sogenannten Sturm auf das Rathaus. Ja, dass wir hätten dann quasi gewaltsam versucht, das Rathaus zu stürmen. Ja, dass aber diejenigen, die uns das blockiert haben, das gar nicht durften, das wurde dann natürlich unter den Teppich gekehrt. Ja. Letztendlich wurde man ja eher sogar noch angegriffen. Das war ja nicht so, dass wir einen Angriff aufs Rathaus gestartet haben oder Ähnliches. Ja, ja. Also ich war selber an dem Abend nicht dabei, aber mir wurde es dann so erzählt, ja, man hat gesehen, die Tür wird blockiert von den Demokraten. Egal, man geht jetzt einfach mal trotzdem in die Richtung und die werden uns irgendwie schon durchlassen. Ja. Und dann fing also der Demokratenmob an, uns dann anzugreifen. Genau. Ja, woraufhin dann von unseren Leuten zum Teil auch Notwehr eingesetzt wurde. Und es hat dann auch eine Sonderkommission der Polizei gegeben, die auch erstmal in beide Richtungen ermittelt hat. Also es gab auch Ermittlungsverfahren gegen die Rathausblockierer. Dann aber offenbar mit entsprechendem politischen Druck auf die politisch abhängige Justiz wurde dann aber nur einseitig gegen unsere Leute ermittelt. Und es gab dann eben auch einige Verurteilungen aufgrund von, ich glaube, eines Flaschenwurfes und eines Faustschlages.
Und wir hatten ja am Tag vor der Wahl noch diese Grafik von Sigi veröffentlicht, so in Hulk Hogan-Manier mit einem Schlag ins Rathaus. Das hat die Presse dann natürlich dementsprechend auch zum Anlass genommen zu sagen, das war ein weithin geplanter Überfall oder so, ja. Obwohl das einfach nur witzig gemeint war, so Sigi in Hulk Hogan-Manier darzustellen mit einem Schlag ins Rathaus. Und also wir waren praktisch vom ersten Tag an, wo wir in das Rathaus eingezogen sind oder in den Stadtrat, deutschlandweit bekannt. Ja, die Rechte ist jetzt in Dortmund im Stadtrat vertreten. Und dann kam ja die konstituierende Sitzung, dann auch noch mit Sigi. Das war ja dann die einzige Ratssitzung, an der Sigi auch tatsächlich teilgenommen hat. Und das war auch, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal eine einzelne Ratssitzung eine so große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat wie diese Sitzung. Ich glaube, das war sogar in der Washington Post. Bis in die USA, ja, und Spiegel TV war da, war ja noch diese mittlerweile berühmt gewordene Szene, wo Sigi dann sagte, dass er lieber SA-Sigi heißen würde, weil der Spitzname SS-Sigi, der ihm von einem Journalisten des Stern gegeben worden ist damals, ihm dieser Spitzname eigentlich gar nicht gepasst hatte. Und ja, es war also von Anfang an eine unglaublich große mediale Aufmerksamkeit darauf, obwohl wir ja nur mit einem einzelnen Abgeordneten da saßen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da mit Pauken und Trompeten irgendwie in Fraktionsstärke eingezogen werden, sondern da kann man also auch mal sehen, was man für eine mediale Aufmerksamkeit bekommen kann, einfach indem wir mit einem einzelnen Abgeordneten da in den Rat gewählt werden. Ja, Sigi ist dann praktisch planmäßig zurückgetreten nach der konstituierenden Sitzung und hat dann das Feld überlassen für den Zweitplatzierten auf der Liste, das war dann Dennis Giemsch. Dennis war ja auch eher jemand, der so, also seine Welt war ja auch eher der klassische Straßenaktivismus. Und ich glaube, er hatte von Anfang an nicht so die Riesenlust gehabt auf diese Stadtratsgeschichte. Hat aber gesagt, ja, er macht das erstmal. Und im Hintergrund hatten wir ja schon Michael Brück damals, der dann zusammen mit einigen anderen Kameraden anfing, die Stadtverwaltung mit Anfragen zu überschwemmen. Die hatten sich dann zum Ziel gesetzt, zu jeder Ratssitzung mindestens 100 Anfragen einzureichen. Erstmal, also es kam, glaube ich, ursprünglich deshalb, weil die Grünen hatten angekündigt, für jede Anfrage, die wir im Stadtrat stellen, spenden die 5 € an irgendeine Antirechtsorganisation. Also nach dem Motto, wir machen die Grünen jetzt arm, ja, weil dann müssen sie jeden Monat mindestens 500 € spenden. Und so kam das, glaube ich. Und ja, Michael hatte dann auf jeden Fall Spaß daran gefunden, die Stadtverwaltung ständig mit diesen Anfragen zu belegen, die teilweise auch sehr ernsten, sachlichen Hintergrund hatten, teilweise auch ein bisschen spaßig gemeint waren. Und eine Anfrage, die eigentlich komplett harmlos war, hat uns dann wieder praktisch weltweit in die Medien gebracht. Ja, also man muss dazu sagen, die Stadt finanziert ja auch religiöse Gemeinden mitunter mit. Und die Arbeit dieser religiösen Gemeinden ist ja auch an für sich erstmal alles schön und gut. Aber wir wollten dann mal wissen, wenn es finanzielle Unterstützung für bestimmte religiöse Gemeinden gibt, wie viele Leute kommen dann überhaupt in Frage, davon direkt profitieren zu können. Und deshalb wurden verschiedene Anfragen gestellt, wie viele Christen leben in Dortmund, wie viele Moslems leben in Dortmund und auch wie viele Juden leben in Dortmund. So, es ist ja absolut legitim, erstmal zu wissen, wenn die jüdische Gemeinde in Dortmund jetzt finanzielle Unterstützung bekommt, wie viele profitieren dann überhaupt davon? Und daraus wurde dann ein riesiger Skandal inszeniert. Ja, du kannst dich ja bestimmt auch noch daran erinnern. Und diese eigentlich komplett harmlose Anfrage ist dann ja immer weiter verzerrt worden oder es gab immer größere Falschmeldungen, weil sich die Medien, die darüber berichtet hatten, sich gegenseitig überbieten wollten. Ja, dann hieß es auf einmal, wir hätten beantragt, alle Juden in Dortmund zu zählen. Ja, ja. Oder
die Rechte fordert eine Judenkartei. Ja, also die haben sich mit immer größeren und groteskeren Falschmeldungen haben die sich überboten. Und ja, war auch, also glaube, gab es auch dann Zeitungen in den USA, die tatsächlich auch darüber wieder berichtet hatten. Dennis Giemsch war auf einmal in der Tagesschau, ja, Tagesschau Hauptnachrichten, obwohl er von dieser Anfrage gar nichts wusste. Ja, ja, genau. Also man muss das ja. Die Anfrage wurde gar nicht von ihm selbst geschrieben, sondern er hatte es nur unterzeichnet. Genau. Gehabt. Genau. Kann man sich vorstellen. Michael legt eben zu jeder Sitzung einen Stapel mit 100 Anfragen und Dennis hatte wahrscheinlich weder die Lust noch die Zeit, die alle zu lesen und hat sie immer nur unterschrieben, unterschrieben, unterschrieben und war auf einmal praktisch weltweit in den Medien und wusste, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Und ja, muss sagen, also dafür, dass natürlich auch wieder sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, ob uns das jetzt wirklich genutzt hat, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ja, Nutzen hat es nicht wirklich, aber es war ja auch in dem Sinne nicht so gemeint, wie du schon das sagtest gerade. Aber letztendlich sieht man daran, wie leicht man so eine Stadtverwaltung oder generell die Presse etc. Vor sich hertreiben kann. Ne? Ja. Dass sie über irgendwas berichten, ist, auch wenn es Schwachsinn ist, aber die springen sofort drauf an. Mhm, mh. Und ja, das war diese Geschichte mit der Anfrage. Und ich glaube, das war auch ein bisschen, hatte damit zu tun, dass Dennis dann irgendwann keine Lust mehr hatte auf diese Ratsarbeit, weil er sagte, ich habe da mit Michael so einen Verrückten im Nacken, der mir ständig irgendwelche Probleme macht. Und ja, Dennis ist dann also auch zurückgetreten und hat dann im April 2015 das Feld dann überlassen und hat dann an den Drittplatzierten auf der Liste, und das war dann Michael Brück, übergeben. Und seitdem war Michael für uns im Stadtrat. Und dann, da kannst du ja auch noch was drüber erzählen, gab es noch eine gerichtliche Auseinandersetzung bezüglich unserer Ratsgruppe, weil wir hatten ja, wie ich schon sagte, einen von der NPD im Rat, das müsste Axel Thieme gewesen sein, und Michael dann ja für uns. Und zwei Personen können sich zusammenschließen zu einer sogenannten Ratsgruppe. Das ist noch keine Fraktion. Fraktion ist in Dortmund ab 3 Personen. Da hat man dann noch mehr Rechte und bekommt noch mehr Geld. Und aber auch eine Ratsgruppe, die aus 2 Personen besteht, hat schon gewisse Vorteile finanzieller Natur, eventuell auch was die Geschäftsordnung des Stadtrates betrifft, dass man da etwas mehr Spielraum hat. Aber die Stadt wollte partout nicht, dass wir diese Ratsgruppe gründen. Was haben die da irgendwie als Argumente ins Feld geführt? Ja, die Stadt hat das so inszeniert, hat gesagt, man wäre nicht gleich genug quasi, dass man eine Gruppe, weil wir ja gegeneinander angetreten wären. Ne? Ja, ja, gut. Jede Partei in irgendeiner Art und Weise gründen dann auch solche Fraktionsgemeinschaften. Genau. Oder sowas. Und die Stadt hat das dann fadenscheinlich untersagt, sodass wir, wie so oft in Dortmund, wieder vom Verwaltungsgericht ziehen mussten. Und ja, da haben wir dann auch letztendlich Recht bekommen. Und dann hatte man den Gruppenstatus letztendlich über den Gerichtsweg wieder erhalten. Ja. Das ist halt in Dortmund üblich. Also ja. Zugeständnisse gibt man hier eher selten. Das, was andere Parteien ganz selbstverständlich gewährleistet bekommen, dass wir uns dann mühsam erst vor den Gerichten erstreiten müssten, da könnten wir wahrscheinlich noch 2, 3 Folgesendungen zu drehen, wenn wir das alles mal aufdröseln müssten. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell, dass wir uns ja unser Konto bei der Sparkasse erklagen mussten, unser Kreisverbandskonto, weil die uns das auch nicht freiwillig zur Verfügung stellen wollten, ist jetzt mittlerweile durch, rechtskräftig. Wir haben jetzt unser Konto bei der Sparkasse Dortmund. Aber das sind halt alles so Sachen, was anderen Parteien ganz selbstverständlich in den Schoß fällt, das müssen wir uns erstmal erkämpfen, aber haben dafür eben auch ja nicht nur den moralischen, sondern auch den propagandistischen Erfolg, wenn wir halt hinterher darüber berichten können, dass uns wieder in rechtswidriger Art und Weise irgendwie mitgespielt wurde. Ja, spätestens da müsste man ja merken, okay, wie oft die Stadt halt verliert, und die Stadt stellt sich ja bei jedem vermeintlichen Sieg immer so dahin, als wäre es das Normalste, gegen uns zu gewinnen. Das ist ja nicht der Fall. Ja. Kannst du da noch weitere Beispiele nennen bezüglich, wir haben ja auch gegen Ordnungsrufe geklagt, gegen Sitzungsausschlüsse geklagt. Es laufen ja auch noch sämtliche Verfahren. Verwaltungsrecht ist halt nicht das Schnellste. Dauert alles ein bisschen. Aber ja, mit der Gruppe hatten wir halt gewonnen. Das war das eine. Ich weiß nicht, welche Verfahren dann noch gewonnen wurden. Ich kenne jetzt die aktuellen Anhängigen noch. Ja, also es ging auf jeden Fall um Ordnungsrufe. Gegen die Ordnungsrufe haben wir mal geklagt. Das Gute ist halt, dass das Klagen bei der Stadt
als Ratsmandat nichts kostet. Das macht es natürlich. Weil du ja nicht als Privatperson klagst, sondern als Organ der Stadt. Genau. Also es klagt praktisch die Stadt gegen die Stadt. Und egal, wer hinterher gewinnt oder verliert, es zahlt auch immer die Stadt. Genau. Ja. Von daher, dann war Michael ja eingezogen und der Oberbürgermeister damals noch, das war ja Ulrich Sierau von der SPD. Und das war auch so einer, der hatte eine ziemlich kurze Zündschnur. Ne? Also den konnte man immer sehr schnell provozieren, der ließ sich auch gerne provozieren. Und Michael und Sierau, ja, hatten ja praktisch jahrelang dann so einen Kleinkrieg untereinander, immer bei den Sitzungen, dass Michael dann immer gegen Sierau geschossen hat und Sierau gegen Michael geschossen hat und er Ordnungsrufe verteilt hat und Michael dann gegen die Ordnungsrufe protestiert hat und so. Also das hatte auch immer einen sehr, sehr hohen Unterhaltungswert. Und ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, dass die Stadt damals sich weigerte, diese Ratssitzungen live übers Internet zu übertragen. Ja, mittlerweile gibt's das ja. Mittlerweile wird jede Ratssitzung live gestreamt über YouTube, genau. Kann sich jeder anschauen, muss also nicht extra ins Rathaus gehen, sondern kann sich das ganz in Ruhe von zu Hause aus anschauen. Aber als Michael dann noch im Stadtrat war und sich da immer diese, ich sag mal, Slapstick-Einlagen gegen Sierau geliefert hat, da hatte sich die Stadt also noch mit Händen und Füßen gegen gewehrt, das ins Internet übertragen zu lassen. Das war ja auch ein Wahlkampfthema von uns, nur mit dem Livestream. Letztendlich kann man sagen, wir haben ihn bekommen. Ja. Und das war immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Sierau und Michael. Es war lustig, weil er ist auf jede Provokation eingegangen, also Sierau. Und man wusste genau, was man machen muss, um ihn zu triggern. Und dementsprechend hat das einen hohen Unterhaltungswert gehabt. Das ist leider jetzt mit dem neuen OB Westphal nicht so. Genau, jetzt ist Thomas Westphal Oberbürgermeister, auch von der SPD. Wie ist so dein Eindruck von ihm? Also ich denke, er wirkt immer so, dass er das meiste an Provokation einfach so übergeht und dass das alles so ein bisschen in ruhigeres, sachlicheres Fahrwasser leiten will. Ich denke, die haben über die Jahre mit Michael sehr viel dazugelernt und geben einem nicht die Bühne. Ne? Ja. Michael hat immer die Bühne bekommen, hat sie dann natürlich auch sehr geschickt genutzt. Und hat das schon richtig gut gemacht und jetzt versuchen sie es im Keim zu ersticken. Es fängt bei Kleinigkeiten halt an. Zum Beispiel, wenn es dann ums Eindrücken geht, ne, man muss sich das vorstellen, wer jetzt noch nicht eine Ratssitzung mal verfolgt hat, dass man zu gewissen Tagesordnungspunkten sich halt eindrücken muss und warten muss, bis man drangenommen wird. Und wenn sich alle eindrücken, dann ist es so, dass die anderen Parteien dann nach 5 oder 6 Rednern einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen und Ende der Debatte fordern. Mhm. Das heißt, normalerweise versuche ich mich dann früh einzudrücken, komme aber nicht dran. Mhm. Und dann heißt es Ende der Debatte, wird für abgestimmt, ich stimme dagegen. Und dann ist aber trotzdem die Gegenstimme von mir, vielleicht die AfD noch. Ja. Ja, und dann ist die Debatte beendet und man kommt halt nicht mehr zu Wort. Ja gut, aber zählt das nicht, wer sich zuerst eindrückt, der darf zuerst reden? Machen die nicht. Nee, aber es gibt ja Klagen, weil es gibt eine Redezeitbegrenzung, das kommt ja auch noch hinzu. Mhm. Die haben sie dann auch durch Michael damals mit eingeführt, dass gesagt wurde, pro Tagesordnungspunkt und pro Abgeordneten sind maximal 3 Minuten Redezeit zulässig. Hm. Ja, ist auch interessant, dass die praktisch sich selber Sondergesetze geben, dass die selber ihre Geschäftsordnung praktisch dann nach Gutdünken ändern, wenn du da nur einen einzigen Abgeordneten hast, der dir so auf die Nerven geht, ja, und die dann permanent da irgendwelche Sondergesetze dann praktisch einführen für sich. Das gibt's nicht nur auf großer Ebene, hatten wir jetzt kürzlich im Thüringer Landtag gesehen, wo die bei der konstituierenden Sitzung da sofort die Geschäftsordnung ändern wollten, um einen AfD-Landtagspräsidenten zu ändern, sondern das zu verhindern, sondern das geht auf kleiner Ebene halt genauso. Ja. Ja. So, dann, wir hatten eine sehr lange erste Wahlperiode mit die Rechte, weil es eine vorgezogene Wahl gab irgendwie. Ne? Also die Legislaturperiode, die normalerweise 5 Jahre dauert, dauerte 6,5 Jahre. Genau. Ne? Von 2014 bis 2020 war dann quasi unsere erste Legislaturperiode mit die Rechte. Dann kam der Kommunalwahlkampf 2020, den wir ja sehr professionell geführt haben, sehr kostenintensiv geführt haben, eventuell an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wenig provokant geführt haben. Das fehlte. Ja, also wir hatten
ja, es war eben ein sehr sachlicher Wahlkampf. Wir hatten dann als Oberbürgermeisterkandidaten ja den Bernd Schreiner, der von der AfD kam, den wir dann so praktisch auch als etwas bürgerlicheres Aushängeschild aufbauen konnten. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr professioneller Wahlkampf, sehr materialintensiv auch, aber es haben so die eine oder andere Aktion gefehlt, die uns dann groß in die Medien gebracht hätte. Nichtsdestotrotz haben wir ein recht stabiles Ergebnis erzielt. Also wir waren auch dann wieder mit einem Abgeordneten drin. Allerdings ist die NPD da ja nicht mehr angetreten, so viel ich weiß. Was heißt konkurrenzlos? Also die AfD war ja dann dementsprechend. Aber die war noch nicht die große Zeit der AfD. Das war ja. War noch nicht ganz, aber 2020 ja schon eher als 2014. Also 2020, sagen wir mal, haben die uns dann natürlich auch schon sehr viele Stimmen weggenommen. Gekostet, ja. Aber es hat trotzdem dann stabil gereicht für einen Abgeordneten. Michael war ursprünglich da auch der Spitzenkandidat, hat dann aber schnell abgegeben, weil er dann ja auch umgezogen ist, an dich. Und du bist seit 2020 dann unser Abgeordneter erstmal für die Rechte gewesen. Und wie waren so deine ersten Eindrücke? Also ich sag mal, du kannst es das ja sicherlich schon, hast ja bestimmt Michael ab und zu mal begleitet oder hast es dir sonst irgendwo angeschaut. Aber ja, was sind so praktisch die ersten Gefühle, wenn man sich da hinsetzt bei der ersten Sitzung? Man hat da ja so seinen Platz. Ich gehe mal davon aus, du sitzt ganz alleine irgendwo. Und ja. Wie findet man sich da so zurecht? Also es war ja so, dass das Rathaus zu dem Zeitpunkt renoviert wurde und die Sitzung dann dadurch der Westfalenhalle stattgefunden haben. Da hat dann auch die erste Sitzung entsprechend stattgefunden. Und ins Rathaus selbst bin ich erst nach dem Umbau jetzt gekommen, vor ein paar Monaten, ja. Weil die Umbauarbeiten einfach so lange gedauert haben. Hat das ja immer in diesem großen Konzertsaal in den Westfalenhallen stattgefunden, genau. Und dadurch, dass dann ja die Corona-Zeit war, kam mir das natürlich gelegen. Man konnte alle weit auseinanderziehen und setzen. Ja. Und dann gab es noch Maskenpflicht während der Ratssitzung und all so einen Unsinn. Mhm. Also es war eine verrückte Zeit. Aber die erste Sitzung, auch wenn ich da mit Michael mit war, schon zuvor ein paar Mal als Zuschauer, war es halt schon ja was anderes, sagen wir es mal so. Ne? Man muss erst mal gucken, okay, wie funktioniert das jetzt hier im Einzelnen genau, ne, mit dem Eindrücken, dann die Tagesordnungspunkte durchgehen. Tagesordnungspunkte, die Geschäftsordnung. Ne? Ich meine, da sind ja die meisten, die sitzen da seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Ne? Die kennen das alles aus dem FF. Aber man muss sich ja auch selber erstmal mit so einer Geschäftsordnung vertraut machen, was für Rechte man dann hat als Einzelabgeordneter. Du hattest aber von Anfang an auch den Klaus Krämer dann als Beistand sozusagen, als Geschäftsführer. Und ich denke mal, er wird ja auch dann das eine oder andere noch erklärt haben. Genau, richtig. Wo ich das erste Mal meine Unterlagen abgeholt hatte, da hatte ich noch nicht den PC, der kam ein bisschen verzögert an. Und da hatte ich einen Riesenstapel, wo ich mir dachte, oh Mann, worauf habe ich mich hier eingelassen? Und also arbeitet man sowas komplett durch? Also ich denke mal, für einen Einzelabgeordneten ist das zeitlich kaum möglich, so einen Riesenstapel Unterlagen komplett durchzuarbeiten. Oder hast du das wirklich von vorne bis Ende dann alles gelesen? Am Anfang natürlich, um reinzukommen, zu wissen, okay, wie läuft das in den einzelnen Punkten ab, selbst wenn es sinnlos war. Ne, man will sich ja schon mit beschäftigen auch, ne, und gucken, okay, was könnte die Bürger interessieren. Das muss man für sich ja auch erstmal ein bisschen ausloten. Und dann irgendwann merkt man, okay, was ist wichtig, ne? Man kann das priorisieren und dann kommt man da leicht durch. Ja, es ist auch bei den anderen Parteien nicht anders. Also Sigi hat mir das mal so erzählt, dass da eigentlich in der Bezirksvertretung, da war kein anderer Abgeordneter, der immer alles durchgearbeitet hatte vorher, sondern du kannst dann ja innerhalb der Partei die Aufgaben aufteilen. Ne? Genau. Du guckst dir das an, ne? Und du als Einzelabgeordneter bist ja natürlich dann erstmal ein bisschen überfordert mit diesem Riesenstapel Papier. Ja. Jetzt ist ja alles digital, jetzt ist es noch einfacher. Ja. Das ist schon sinnvoll. Ja. Ja, wir hatten es ja jetzt schon angesprochen, du bist fraktionslos, die Ratsgruppe gibt es auch nicht mehr. Was hat man als Einzelabgeordneter denn dann überhaupt noch für Rechte? Darfst du zum Beispiel einen Antrag stellen? Anträge stellen darf ich nicht, ich kann Anfragen stellen.
Das mache ich eigentlich zu jeder Ratssitzung. Suche mir immer Themen raus oder gucke, was jetzt gerade lokalpolitisch halt interessant ist, dass ich dazu dann Anfragen stelle. Was sind das so für Themen? Im sozialen Bereich dann natürlich Abschiebung, ne? Wie viele Abschiebungen es gab. Und da kann man auch sehen, dass die de facto kaum stattfinden oder wie viele Ausreisepflichtige derzeit sich im Stadtgebiet aufhalten. Mhm. Genau, das hatten wir ja kürzlich erst die Anfrage. Also man kommt auch an wirklich interessante Informationen, genau, die Stadt erstmal nicht so ganz rausrücken will, ja, von sich aus. Aber wo solche Anfragen halt gut sind. Und da kamen wir ja auch dann auf die Information, dass über 700 vollziehbar ausreisepflichtige illegale Einwanderer in Dortmund wohnen. Ja, 700, die man sofort von heute auf morgen abschieben könnte. Damit ja auch ein riesiger finanzieller Spielraum wieder frei würde. Es wird aber einfach nicht gemacht, weil der politische Wille nicht da ist. Ne? Also solche Dinge kann man dann ja auch aufdecken über solche Anfragen. Zum Beispiel. Und auch so, es gibt ja Sachen, es kommen manchmal Bürger auf einen zu und sagen, ob man gewisse Sachen beanfragen könnte. Ne, weil es gerade von Interesse ist, gerade zum Bereich der Corona-Maßnahmen etc. Da haben wir relativ viele Anfragen gestellt. Zum Thema Obdachlosigkeit in Dortmund. Ne, ist ja auch nicht selten, dass die Polizei da gegen vorgegangen ist, die aus der Stadt vertreiben wollte. Mhm. Ne. Schießen ist jetzt auch nicht so unüblich bei der Polizei in Dortmund. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, die schießen schnell hier in Dortmund, das stimmt. Ja. Auch dazu haben wir halt Anfragen gestellt. Ist zwar mehr im Bereich Polizeiarbeit. Es gibt ja verschiedene Ausschüsse, wo dann entsprechend die Arbeiten stattfinden. Ich sitze ja auch in einem Ausschuss. Was ist das für ein Ausschuss? Ich bin für Sicherheit und Ordnung in dem Ausschuss. Mhm. Habe aber kein Stimmrecht dort. Das ist auch was. Sie müssen mir einen Ausschuss zuweisen. Den habe ich dann bekommen. Mhm. Allerdings ist es. Achso, den durftest du dir dann auch nicht selber aussuchen? Ich weiß gar nicht, wie es war. Ich glaube, den konnte ich konnte Vorschläge machen und wurde dann da, habe den dann bekommen. Ja. Natürlich mit Gegenstimmen. Das war auch so ein Ding. Dann haben alle gegengestimmt, aber sie mussten es halt. Ja. Und dann hinterher war ich in den Ausschuss halt drin, aber habe halt kein Stimmrecht. Das heißt, ich kriege die Sitzungsunterlagen. Ansonsten bin ich wie ein Zuschauer da, weil ich kein Stimmrecht habe. Ne? Ja. Und ich kann natürlich Sachen mit einbringen, aber das ist, ja, ich kann halt keine Anfragen oder Anträge stellen, Anfragen schon, aber Anträge nicht. Hm. Und demnach ist es nicht so interessant wie der Rat an sich. Es gibt keinen Livestream von den Ausschüssen. Das kriegt kaum jemand mit. Hm. Und das meiste geht eh hinterher in den Rat. Ja, genau. Also die Ausschüsse sind ja sozusagen dafür da, dass in den einzelnen Ressourcen das alles aufzuarbeiten, erstmal vorzubereiten, ne, Beschlussvorlagen zu machen und entscheiden tut dann aber hinterher der Rat. Genau, und deshalb bin ich da nur beratendes Mitglied. Quasi. Ja. Und du sagtest gerade, es kommen dann auch Anfragen oder dass Bürger sich mit dir in Verbindung setzen, die dann Probleme haben, so in ihrem eigenen Stadtteil wahrscheinlich. Ne? Genau. Und du nimmst dir dann diese Probleme auch an und schaust dann auch, dass du dann entsprechend Anfragen stellst an die Stadtverwaltung. Das ist ja jetzt auch schon öfter mal vorgekommen, dass sich dann Bürger gemeldet haben mit irgendwelchen Problemen vor Ort, ob das jetzt, weiß nicht, marode Straßen sind oder sonst irgendwas, was sie so auf dem Herzen haben. Aber ja, dafür ist so ein Stadtrat ja auch da, ne, sich dann mit diesem Problem zu beschäftigen. Ja, und wie gesagt, wenn jetzt Bürger aus Dortmund zuschauen und ihr irgendwo Probleme seht bei euch im Stadtteil, wo ihr denkt, das sollte im Stadtrat mal angesprochen werden, dann setzt euch gerne mit uns in Verbindung und der Matthias schaut dann, dass wir als Stimme des Volkes uns dann im Stadtrat dementsprechend für euch in die Bresche setzen. Ja. Ja, Anfragen stellen, das ist immer schnell gemacht. Ne? Man reicht es halt ein, es dauert immer, bis die Antwort kommt. Und die Antworten, muss ich fairerweise dazu sagen, sind jetzt nicht die besten, die wir erhalten. Manchmal steht dann Nein-Punkt, Ja-Punkt in den Antworten. Also die Stadt hat da auch keine Lust mehr drauf, seitdem es die Anfragenflut mal gab. Mhm. Und das ist ja so, die sind schon verpflichtet, diese Anfragen zu beantworten. Aber
es gibt ja keine Verpflichtung, wie ausführlich so eine Antwort sein muss. Ne? Oder man könnte halt dementsprechend wieder klagen, wenn man sagt, diese Anfrage ist nicht ausreichend beantwortet worden, dementsprechend wieder vors Verwaltungsgericht zu ziehen, die Stadt zu verpflichten, diese Anfrage vernünftig zu beantworten. Also auch das ist eben immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, ne? Ist immer so ein Hin und Her. Ja, aber man erfährt insgesamt schon ganz lustige Sachen manchmal. Lustig, weiß ich nicht, aber zumindest interessante Sachen, wo man sagt oder wo man aufzeigen kann, was in dieser Stadt eigentlich vor sich geht. Ne? Ja, ja. Und Michael war ja wirklich prädestiniert dafür, für Skandale zu sorgen und den Oberbürgermeister auf die Palme zu bringen. Aber auch du warst schon das ein oder andere Mal in der Presse aufgrund von Ratssitzungen, die so ein bisschen ausgeartet sind. Da war zum Beispiel eine Ratssitzung, wo es, warum auch immer, um das Thema Israel-Palästina ging, was auch immer jetzt der Dortmunder Stadtrat mit dem Israel-Palästina-Ding zu tun hat. Aber kannst du uns davon mal was zu erzählen, wie das gekommen ist? Ja, es war eigentlich schon klar, wie das ablaufen wird. Dadurch, dass im Stadtrat die ganzen Altparteien natürlich immer am Anfang Resolutionen einbringen wollen, wo sie sagen, wie Israel-Nazi sind und wie toll Israel ist. Also da geht es auch manchmal um die große Weltpolitik, genau, obwohl es eigentlich um Kommunalpolitik gehen sollte. Ja, das Signal von Dortmund in die Welt sind. Ja, 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 ganz wichtig. Dass da wartet die Welt drauf. Ja, und ich wusste schon, dass der Krieg stand bevor. Es ging da los, dass Israel da Palästina angegriffen hatte. Und ich wusste, dass die definitiv dazu was sagen werden. Und ich habe es auch schon gesehen über das Ratsinformationssystem, dass es dazu was einen Antrag geben soll, eine gemeinsame Erklärung. Und dann dachte ich mir, okay, unsere Erklärung wird auch folgen. Mhm. Und habe mir dann eine kleine Tischfahne, eine Palästina-Fahne bestellt. Ja, und habe die dann hingestellt. Und ich dachte mir, gut, wo der Russland-Konflikt losging, hatten die ganzen Altparteien irgendwelche Fähnchen von der Ukraine, beziehungsweise da war noch Maskenpflicht im Rat. Dann hatten sie Ukraine-Masken sich bestellt und aufgesetzt. Und da dachte ich, das können wir auch. Mhm. Und habe dann entsprechend eine Palästina-Fahne bestellt. Und bin dann damit zur Sitzung, habe die positioniert. Dann die Sitzung ging los, dann ging es los mit einer Schweigeminute und da wurde ich schon angeguckt, weil ich nicht aufgestanden bin zu der Schweigeminute und so Kleinigkeiten halt. Ja, und dann wurde ich aufgefordert, da die Fahne zu entfernen. Habe ich mich geweigert und dann habe ich dadurch Ordnungshofverhalt entsprechend erhalten und innerhalb von Sekunden. Ja. Ist ja eigentlich auch ein Witz. Und also ab 3 Ordnungsrufe fliegt man dann ja, glaube ich, raus. Genau, richtig. Und dann gab es ja Presseartikel, wo es hieß, die Polizei hätte mich schon in Empfang genommen und so. Und das stimmt gar nicht. Ich bin dann freiwillig ganz normal rausgegangen, weil es klar war. Sie haben gesagt, die setzen sonst mit der Polizei durch. Bei der Stadt war mir das schon klar. Es ist auch fast immer Polizei halt anwesend im Umfeld. Und dementsprechend, ja. Bist du dann unter wehenden Palästina-Flaggen rausgekommen? Ja. Habe ich die Ratssitzung verlassen. Ja, allerdings ging es da ja nicht nur um die Fahne an sich, sondern auch über deinen Redebeitrag zum Thema, der dich ja jetzt tatsächlich auch, also voraussichtlich im Januar 2025, dann auf die Anklagebank bringen wird. Es war eine Rede, ja, es war der Konflikt, der gerade wieder aufflammte, wo du dich dann praktisch mit dem palästinensischen Freiheitskampf solidarisiert hast, auch gesagt hast, dass das ja eine jahrzehntelange Geschichte hat, ne? Dass es natürlich jetzt nicht aus heiterem Himmel kam, dass dieser Konflikt da ausgebrochen ist, sondern dass der eine sehr, sehr lange Vorgeschichte hat. Aber die Staatsanwaltschaft meint, dass du damit Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Hamas gebilligt hättest, also gut geheißen hättest. Das ist das, was man dir vorwirft. Genau. Das war auch lustig. Es gibt ja den Livestream und der ist im Nachgang immer noch anzusehen. Und da wurde meine Rede komplett rausgeschnitten. Mhm. Das heißt, es gibt einfach die Rede nicht mehr, außer für die Staatsanwaltschaft. Und die haben mich dann entsprechend angeklagt. Und ja, da habe ich dann im Januar die Verhandlung. Mal abwarten. Ja, aber wenn dann die Rede im Gesamtzusammenhang da nochmal gehört werden sollte, dann wird man ja auch sehen, dass du das
in einen Gesamtzusammenhang gesetzt hast und jetzt nicht einzelne Verbrechen, die natürlich von beiden Seiten dieses Konfliktes auch begangen werden, einzelne Verbrechen irgendwie gebilligt hättest oder sowas. Genau, ich sehe persönlich keine Strafbarkeit darin. Ich meine, gut, ich bin kein Jurist, aber... Ja. Mal schauen, wie das Gericht das dann sieht, aber vielleicht ist es auch prädestiniert dafür, dass das wieder über mehrere Instanzen geht. Und je nachdem, welche Seite dann im Januar unterliegt, dann sowieso Beschwerde einlegen wird gegen das Urteil. Ja. Und aber ja, da sieht man auch, die ganz, ganz große Weltpolitik kann dann auf einmal Thema im kleinen Dortmunder Stadtrat werden. Wo du gerade sagtest, Rede aus dem Livestream rausgeschnitten. Das ist ja, glaube ich, auch dann nochmal passiert. Da ging es um den, du hast den Begriff Neger benutzt. Ja, genau, das ist das geächtete Wort im Dortmunder Stadtrat. Ja, also das heißt geächtet. Also man darf es nicht sagen. Die haben das quasi mit in die Geschäftsordnung aufgenommen, dass man das Wort nicht mehr im Rat nennen darf. Ja. Und dann war die Debatte und habe ich mich ein. Also man darf auch nicht sagen, dass man nicht mehr Neger sagen darf. Weil damit hat man Neger ja auch gesagt. Genau, das ist N-Sternchen. Ja, ach so, N-Sternchen heißt das dann. Ja. Und das Sternchen ist diesmal da nicht fürs Gender. Das N-Wort, ach so. Ich dachte immer, das N-Wort heißt Nazi, aber ach so, Neger, okay. Ja, und da ging es um die Debatte. Da habe ich mich auch zu Wort gemeldet und habe dann das Wort Neger ausgesprochen und habe direkt einen Ordnungsruf für bekommen. Ja. Dann sage ich, ich muss ja zur Sache sprechen. Ja. Und da gab es dann einen Ordnungsruf entsprechend. Aber ich glaube, gegen den Ordnungsruf wird auch geklagt. Also da, wo man klagen kann, klagen wir natürlich. Ja. Ja, es ist ja verrückt, dass die einfach irgendwelche Wörter, wo die sagen, wir wollen nicht, dass diese Wörter benutzt werden, diese Wörter dann ächten und das anderen Ratsmitgliedern verweigern, diese Wörter zu benutzen. Das ist völlig verrückt. Vor allem bestimmen sie ja selbst, welche Wörter jetzt benutzt werden dürfen und welche nicht. Das ist ja, die können auch sagen, hier, wir wollen nicht mehr, dass das Wort Remigration benutzt wird. Dann schreiben die das in die Geschäftsordnung und du darfst nicht mehr über Remigration sprechen. Also das ist völlig verrückt. Ja. Oder eine Sache, wo du auch noch mit in die Medien gekommen bist, als du beantragt hast, dass Dortmund einen Siegfried-Borchert-Platz bekommen soll. Genau. Was sollte der Siegfried-Borchert-Platz werden? Weil das ist ja oft so, dass Straßen oder Plätze umbenannt werden nach hohen Persönlichkeiten der Stadt. Und das war Sigi für mich auch. Ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend wäre ihm auch ein Platz meines Erachtens zugestanden. Ja. Oder hätte ihm zugestanden. Okay. Also hat es einen konkreten Vorschlag, welcher Platz umbenannt werden soll? Ich habe einen Prüfungsauftrag an die Stadt haben wollen, also ausschreiben wollen, dass sie prüft, welcher Platz dafür am sinnvollsten geeignet ist. Ja. Also, wahrscheinlich wäre es irgendwo in der Nordstadt gewesen. oder in Dorsfeld, der Wilhelmsplatz. Ja. Okay. Ist aber nicht angenommen worden, deine Anregung? Nö, aber hat zur Presse geführt und dadurch hat sie nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, so das meiste, was ich so auf meinem Zettel habe, das haben wir jetzt auch schon thematisiert. Ich wollte jetzt noch mal konkret fragen, was so ein nationaler Einzelabgeordneter im Stadtrat dann tatsächlich bewirken kann. Also gibt es zum Beispiel Entscheidungen, die im Rat so knapp sind, dass du praktisch das Zünglein an der Waage bist, dass eine Entscheidung von deiner Stimme abhängt? Gab es tatsächlich schon. Das waren jetzt nicht so die super spannenden Themen. Ja. Ja, im Wesentlichen sind die sicher immer alle einig. Genau. Und es gibt aber so einzelne Sachen, wo dann Uneinigkeit herrscht. Und dann sprechen die sich vorher ab. Dann wird immer eine Unterbrechung beantragt. Oder es wird geguckt, okay, und dann wird nochmal neu abgestimmt oder so. Das gibt's alles. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es... Ach so, wenn das Ergebnis nicht passt, dann wird die Wahl wiederholt. Haben, beziehungsweise, dann wird die Wahl rückgängig gemacht. Rückgängig nicht ganz, aber es wird gesagt, die wollen es nochmal ausgezählt haben. Ach so. Dann soll sich jeder nochmal melden. Und dann sprechen sie sich vorher nochmal ab. Und ne, solche Sachen gibt's da schon. Kommt nicht oft vor, weil das meiste wird da durchgewunken. Aber es gab schon mal so vereinzelte Sachen, wo das dann interessant war, wo man gucken musste. Vor allen Dingen zu Corona-Zeiten war eine Sollstärke nur anwesend. Das heißt, die ganzen Fraktionen haben nur die Mindestanzahl an Abgeordneten geschickt. Mhm. Und dadurch war das Bild natürlich ein bisschen anders bei den Abstimmungen. Ne? Und da musste man immer gucken, okay, was für ein Thema ist das gerade? Wie interessant ist das jetzt für uns? Mhm. Und wen kann man damit am meisten ärgern? Ne? Mhm. Aber wie gesagt, oft kommt das nicht vor. Es ist aber schon so gewesen, dass es jetzt mal in den Jahren dazu kam. Mhm. Ja, ich meine, es ging da teilweise um so, wenn Posten vergeben werden,
ne, und sag ich mal so, das SPD-Grüne Lager will dann den einen in den Posten und das CDU-FDP-Lager möchte den anderen auf den Posten wählen. Und wenn das so zwischen bürgerlich links und radikal links, sag ich mal, sich dann so die Waage hält, dass es dann teilweise auch zu sehr knappen Entscheidungen kommen kann und dass dann auch tatsächlich ein einzelner Abgeordneter mit seiner Stimme entscheidet, wer jetzt diesen Posten bekommt. Ne? Genau. Ist zwar eine Wahl zwischen Pest und Cholera, aber gut. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt abschließend mal zu den Zuschauerfragen. Da möchten unsere Zuschauer zum Beispiel wissen, was ist deine Meinung zu Björn Höcke? Ja, ich kenne Björn Höcke nicht persönlich. Ich auch nicht, leider. Noch nicht. Aber ansonsten denke ich, dass er für die AfD eine ganz gute Arbeit macht und da ganz, ganz solide ist. Ja, ich würde auch sagen, für AfD-Verhältnisse schon stabil. Ja, definitiv. Vielleicht sitzt du auch mal hier, Björn, wenn du hier zuschaust. Auch du bist herzlich eingeladen, mal ins, wie gesagt, Studio zu kommen. Und eine Frage, die damit thematisch zusammenhängt, wie sieht das Verhältnis zur AfD aus? Also jetzt im Dortmunder Stadtrat, was sind das für Leute, die für die AfD sitzen? Ich glaube, 5 Leute sind es ja insgesamt. Und gibt es da überhaupt sowas wie eine Zusammenarbeit? Also eine Zusammenarbeit gibt es nicht. Es sitzt ja unter anderem Matthias Helfrich im Dortmunder Stadtrat auch, der auch im Bundestag sitzt. Ja. Man sagt sich Hallo und Tschüss, ab und zu mal ein Smalltalk oder Ähnliches. Aber eine Zusammenarbeit in dem Sinne gibt es nicht. Und man merkt auch bei verschiedenen sozialen Themen, das Abstimmungsverhältnis, was sonst ziemlich identisch ist, ist in sozialen Bereichen manchmal ein wenig anders. Und also es gibt jetzt keine gemeinsamen Initiativen, Resolutionen, Anfragen oder so, das nicht. Es ist aber in der Regel so, dass man zusammen stimmt. Ja, weil in der Regel, aber du sagtest jetzt gerade sozialpolitische Themen. Was ist das zum Beispiel? Ich kann mir vorstellen, dass die AfD in einigen Punkten da eine etwas wirtschaftsliberalere Auffassung hat, wie wir als Sozialisten das eigentlich genau haben. Und beim Thema Obdachlosigkeit ist mir das aufgefallen, ja, wo es um Hilfen für Obdachlose ging. Die AfD ist für Obdachlosigkeit. Ja, auf jeden Fall hatte mich das ein bisschen gewundert, dass dann entweder eine Enthaltung kam oder gesagt, gegengestimmt wurde. Ja. Das kann man ja immer nachlesen, auch in den Sitzungsprotokollen dann hinterher. Ja. Ja. Da sind manchmal schon Sachen, wo man sagt, ja, okay, hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ne? Aber. Und wenn es jetzt um Fragen geht, wie, Asyl, Moscheebau oder so, ist die AfD dann schon, dass die stabil richtig abstimmt, sag ich mal, weil es hat ja auch schon, man hat ja Sachen gehört, wo die AfD, also jetzt nicht in Dortmund, sondern irgendwo auf einmal für eine Moschee gestimmt hat oder gegen Flüchtlingsbegrenzung oder sowas gestimmt haben. Wie ist das in Dortmund? Nee, da sind die schon relativ stabil. Also ja. Da ist es nicht so, dass die dann für irgendwas stimmen. Aber wie gesagt, in sozialen Bereichen, das ist der einzige Punkt, wo wir manchmal etwas auseinandergehen. Ja. Und im Thema Israel. Ach so, das ist auch, ja, gut. Ja, da ist die AfD, glaube ich, auch relativ gespalten. Aber so diese Israel-Solidarität der Partei, die stößt uns als Nationalisten natürlich sehr übel auf, das ist klar. Ja. Aber gut, Matthias Helfferich, ich habe den Eindruck, dass ihr manchmal so ein ungeschriebenes Battle habt, wer jetzt mehr Ordnungsrufe erhält. Oder mal letztens war es ja Matthias Helfferich, der rausgeworfen wurde. Genau. Aber es führt zumindest dazu, dass die Ratspolitik etwas unterhaltsamer ist. Genau, dadurch wird es halt spannend. Das ist nicht ganz so eintönig und langweilig. Ja, ja. Und auch eine weitere Zuschauerfrage noch, wie denn generell so das Verhältnis zu den Ratskollegen ist, beziehungsweise wie die Ratskollegen auf dich reagieren, Verhältnis zur AfD hatten wir ja jetzt schon. Wie sieht das mit den Altparteien aus? Gibt es da überhaupt irgendeine Kommunikation? Grüßt man sich überhaupt? Macht man ein bisschen Smalltalk oder wirst du da komplett geschnitten von denen? In der Regel werde ich komplett geschnitten. Mhm. Es ist so, dass es dann ja auch Pausen gibt während der Sitzung. Es sind ja manchmal Sitzungen, die gehen über mehrere Stunden, wo man sich fragt, okay, geht es vielleicht am nächsten Tag erst weiter? Das ist auch schon mal fast passiert, dass man da wirklich von mittags an sitzt bis abends kurz vor 22 Uhr. Und dann bei den Pausen ist es so, da gibt es einen großen Saal, wo dann Kuchen und Schnitten gereicht werden. Und da sitzt man in der Regel immer alleine. Sei denn, es ist so überfüllt, dass sich jemand da zufällig verirrt. Ja, ist doch schön. Hat man seine Ruhe beim Essen. Was will man mehr? Ich meine, ich will da mit keinem am Tisch sitzen. Ich habe mit denen nichts auszumachen. Ja. Im Prinzip sind das alles politische Feinde. Und
Ja, brauche ich auch nicht mit denen irgendwie Smalltalk halten. Ne? Ja. Ich mein, also es beruht schon auf Gegenseitigkeit, die Abneigung. Das ist auch richtig so. Ja, ansonsten, ja, wenn jemand Hallo sagt, sagt man Hallo zurück. Das ist die Höflichkeit. Aber ja, ja. Hallo sagen und fick dich denken. Gut. Letzte Zuschauerfrage ist dann auch schon, was treibt einen überhaupt an einem Ort wie NRW trotzdem weiterzumachen? Siehst du den Westen nicht als verloren an? Ja, was treibt einen an? Ich denke mal, das ist die Überzeugung. Und ja, verloren, das ist eine berechtigte und interessante Frage. Ich denke, man sollte nie etwas aufgeben, ja, und immer gegen ankämpfen. Und wenn man von ein schlechtes Mindset hat, beziehungsweise eine schlechte Grundeinstellung dem gegenüber, dann braucht man gar nicht erst anfangen zu kämpfen. Und demnach muss man alles so nehmen, wie es kommt und immer Vollgas geben. Du hast an einigen Erfolgsseminaren teilgenommen, ich merke das schon. Nein, also jetzt mal ehrlich, gut, es gibt natürlich, wenn du dir die Nordstadt anschaust, da ist nicht mehr viel zu retten. Ne? 90% Ausländeranteil dort in manchen Straßen. Da gibt es kaum noch Deutsche, die man überhaupt erreichen könnte für unsere Forderungen, beziehungsweise, dass sie uns wenigstens wählen. Aber so auch in NRW, auch in Dortmund, stellen Deutsche noch die Bevölkerungsmehrheit dar. Wenn man die weißen Europäer noch mit dazu zählt, Russen, Polen und so weiter, haben Weiße immer noch eine stabile Mehrheit und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und immer, sag mal, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Es gibt immer, selbst wenn der Kipppunkt erreicht werden sollte, dass wir zur Minderheit im eigenen Land werden, dann gibt es eben Plan B, C, D, was man trotzdem irgendwie noch machen kann, um halt ja später dann auch die Stadtteile wieder für unseren oder die Städte, Stadtteile, wie auch immer, wieder für unser Volk zurückzugewinnen durch großzügige politische Remigrationsmaßnahmen. Aber jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir geben das hier alles als verloren auf, das kann ja auch nicht die richtige Lösung sein. Definitiv nicht. Von daher, wir machen weiter und ihr macht auch weiter, indem ihr weiterhin schön, wie gesagt, schaut und auch weiterhin für Deutschland auf der Straße aktiv seid. Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter überall euren Freunden, Familie, Arbeitskollegen, wen auch immer. Ganz wichtig, sofern noch nicht geschehen, lasst hier einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal und teilt dieses Video überall auf allen sozialen Netzwerken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Wie gesagt.